Einen schönen guten Tag, hallo. Hallo. Ja, wie versprochen sind wir wieder unterwegs. Genau. Wir fahren jetzt nach Göttingen, denn mein lieber Schatz möchte zum ersten Mal stolzer Besitzer von Barfußschuhen sein. Genau, dafür fahren wir aber nach Goslar. Also, was habe ich Göttingen gesagt? Ja. Wieso gerade eigentlich Göttingen? Weiß ich gerade auch nicht. Nee. Naja, nach Goslar. Und dann wollen wir, wie wir euch ja auch gesagt haben, zum Harz. Zum Altenberg, da haben wir einen schönen Platz, wo wir auch immer gerne hinfahren, weil es da schön ist. Und jetzt sollen wir losfahren, denn hier drin sind es gefühlte 100 Grad. Ja. Ne? Also auf geht's zum Harz. Viel Spaß! Jo. So, wir sind jetzt in Goslar. Genau. Und wir durchschreiten gerade den Torbogen einer dieser historischen Altstadt. Und ja, wie gesagt, wer möchte ihre ersten Barfußschuhe haben? Und dafür gehen wir jetzt zum Barfußladen. Okay. Kann man die nicht irgendwie so hinhalten? So, liebe Leute, wir sind angekommen. Ja. Wir stehen jetzt auf diesem Platz hier. Ne, da steht er. Und ist im Grunde ein großer Parkplatz mit der Möglichkeit für Wohnmobile. 8 Stück können hier, glaube ich, stehen. Genau. Die Minicamper bezahlen 4,50 Euro für 24 Stunden und die großen, die bezahlen... Ja, ich glaube 12 Euro. Ja, ich glaube, ja, genau, 12 Euro sind es. Ja. Ne? So, wir werden jetzt hier 2 Tage übernachten. Werden dann morgen nach einem Parkplatz fahren, sage ich jetzt mal. Genau, wir fahren morgen nach Schierke. Also. Da beginnt ja so ein Wanderweg, den wir uns jetzt rausgesucht haben, hoch zum Brocken. Genau. Genau, ne, wir wollen morgen ja den... Ich bin noch ein bisschen verräuspert. Ich bin nämlich ganz schön lange gefahren. Ja, wir waren, wie gesagt, vorher noch mal eben kurz in Goslar. Ja, Svea hat jetzt ihre Barfußschuhe. Ja. Ein sehr lustiger Einkauf mit Atemmaske und einer Dame mit Aerosolproblemen. Was es auch immer sein mögen, wir wissen es nicht. Okay, so, wir werden alles jetzt schön aufräumen, hin und her räumen. Genau. Dann gibt es ein schönes Käffchen. Ja. Ein paar Donuts. Und dann machen wir uns noch ein bisschen gemütlich, gehen vielleicht ein bisschen spazieren, gucken wir mal. Ne? Ja, mal gucken. Das Wetter ist heute ein bisschen wechselhaft. Gerade scheint jetzt die Sonne, aber wir hatten jetzt auch schon 3-mal Regen. Ja. Ja. Ja, genau. Ach genau, hier gibt es auch Toiletten. Da hinter uns ist da so ein Häuschen, 50 Cent. Ja. Und ein bisschen weiter, dann da schräg gegenüber ist ein Imbiss. Da gibt es Leckereien. Ne, was zu essen, was zu trinken. Ja. Also die ist ganz schön. Und die ist, wie gesagt, schön ruhig und direkt an der Bode. Ne, die ist da. Genau. Und ist einfach ein schöner Platz. Wir sind ja voll gerne. Ne? Ja, wir waren jetzt hier schon öfter mal. Und ja, das ist immer ein schöner Anlaufplatz. Ist auch zentral hier in Altenberg. Naja, jetzt wollen wir erstmal raus und... Ja, wir machen die Kamera aus und dann, wie gesagt, ein bisschen erholen jetzt. Ich brauche einen Kaffee, meine Stimme ist ganz kratzig. Alles klar, bis später. Bis später, ciao. Tschüss. Da im Schuhladen, Svea hat ja ihre Barfußschuhe sich gekauft. Und da war so eine Frau, ja, die war wohl so, ja, so mein Alter, so Mitte 40. Und ja, hat sich halt Schuhe angeguckt und anprobiert und die Dame, die Verkäuferin, hat da auch, stand daneben mit ihrer Maske. Alle tragen natürlich eine Maske im Laden und es war warm da drin und die war auch sehr, sehr hektisch, sehr hibbelig, hat dann 100 Schuhe an- und ausgezogen und naja, wie gesagt, dann kamen wir dazu. Svea hat sich dann nach ihren Schuhen erkundigt, hat schon mal ein bisschen an- und ausprobiert und ich habe dann daneben gestanden und so ein bisschen die Damen beobachtet. Naja,
Und dann kam sie plötzlich und sagte, ja, ihre Dame, ihre Frau, die soll bitte doch ihre Maske hochziehen. Auch über die Nase rüber. Und wir gucken dann so rüber. Ich sag, okay. Ja, ja, sie sagte, wegen der Aerosole. Ich sag, okay, Aerosole. Also sie meint wahrscheinlich den Wasserdampf, der da halt entsteht, wenn man ein- und ausatmet. Ne? Also der Atem praktisch. Ja, und die hat dann wirklich den ganzen Laden da aufgewirbelt. Ne, mein Schatz. Also es war schon, das war einer von diesen Fällen, wo ich wirklich dachte, okay, die Dame braucht eigentlich alles andere, keine Maske, die nicht gegen Viren hilft. Ja, eigentlich braucht die ja Hilfe. Und ich glaube, sie hatte sogar eine selbstgebastelte Maske auf, also. Ja, ihr Mann stand daneben, der war auch schon total genervt. Und der Junge, also schätzungsweise 4 Jahre alt, der trug auch eine Maske. Und alle standen daneben und beobachten dann die Frau, wie die Dame am Schuh anprobieren war und alles verrückt gemacht hat. Naja, aber okay, auch solche Menschen muss es geben und das Leben geht weiter, Gott sei Dank. So, ja, wir werden jetzt hier noch ein bisschen den Tag ausklingen lassen. Wir haben richtig schönes Wetter. Ja. Es soll morgen auch relativ gut werden, vielleicht ein bisschen bewölkt. Aber zumindest nicht ganz so warm wie die letzten Tage, weil wir hatten stellenweise über 30 Grad. Und ja, wir hatten uns jetzt extra die Tage ausgesucht, wo das ein bisschen angenehmer die Temperaturen sind. Und da wir hier jetzt ja im Harz sind, ist es jetzt ja auch schon ein bisschen kühler. Das ist eine gute Erfrischung. Ja, ja. Dann können wir morgen, wie gesagt, da zum Brocken fahren und dann schön den Brocken hochwandern. Hoffentlich ein paar schöne Aufnahmen machen. Ne? Mal gucken, was da am Ende wieder rauskommt. Schönes. Ja. Und wie gesagt, das ist unser Lieblingsplatz. Hier sind wir wirklich sehr, sehr gerne, weil es schön ruhig ist und ja, auch günstig. Zentral. Ja. Ja. Ne, von hier aus kann man schöne Wanderungen machen. Ja. Und ja, wie gesagt. Kurze Wege nach Thale und ja, und wie gesagt, nach Schierke. Das passt eigentlich. Kann man mal empfehlen, wenn man hier in der Nähe ist. Und sonst ist alles gut mit uns, alles läuft. Ne? Wir haben eigentlich alles erreicht, was wir erreichen wollen die letzten Wochen. Ja. Ja, und jetzt schauen wir positiv in die Zukunft. Genau. Und nicht Geld sparen, damit wir so schnell wie möglich das Geld zusammenkommen, damit wir unseren Wohnwagen uns kaufen können. Ne? Haben wir euch erzählt damals ja in einem Video, dass das erstmal unser Ziel ist, einen schönen umgebauten Bauwagen. Und dann suchen wir uns irgendwo einen schönen Platz. Wahrscheinlich irgendwo ein Stellplatz oder ein Wohnmobilplatz oder Campingplatz, heißt das ja richtig dann. Und dann werden wir da erstmal eine Zeit lang leben und ja, und dann mal gucken, was die Zukunft bringt. Das heutzutage, es ist ja alles so schnelllebig und ja, das ist mal unser Plan für die Zukunft. Und mal schauen, vielleicht hätten wir auch einen schönen Platz, ein schönes kleines Grundstück, das wir irgendwo kriegen, das wir kaufen und dann da unseren Wagen hinstellen. Aber wie gesagt, es ist heutzutage alles nicht mehr wirklich so, dass man weiß, was am Ende dabei rauskommt. Ne, mein Schatz? Genau. Erstmal abwarten. Jetzt sind wir erstmal hier und gucken uns jetzt hier die Gegend an. Genau, das ist immer grob unser Ziel. Aber jetzt gehen wir erstmal, wie gesagt, nachher schön wandern. Ja. Ein bisschen spazieren gehen, noch Beine vertreten. Vielleicht noch eine Pommes. Die ist ja so ein kleiner Imbiss, da gibt es schon mal schön lecker Pommes. Ja. Alles Leute, klar. Dann wisst ihr wirklich erstmal wieder Bescheid. Ich meine die Kamera aus und genießen wir die Stunden. Macht's gut. So sehen übrigens unsere Schuhe aus. Ich habe das Modell Camouflage. Und wer hat das Modell Black is Beautiful. So, wir haben uns den Camper zurückgezogen und machen jetzt mal Abendbrot. Heute gibt es bei uns Onkel Bens Reis. Sweet Chili. Dazu gibt es so Falafel. Und um das Ganze noch ein bisschen sapsiger zu machen, haben wir hier eine
auch von Onkel Ben so eine Soße mit cremiges Curry. So, ich muss mich beeilen, sonst brennt das nämlich gleich an. Naja, es sieht nicht besonders gut aus, aber ich denke mal, es wird ganz gut schmecken. So, schlaf gut. Guten Appetit! Guten Appetit! Einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Ja, wir haben wunderbar geschlafen auf unserem Lieblingsplatz und habe auch schon gefrühstückt. Mein Schatz ist gerade dabei, noch so ein bisschen klar Schiff zu machen. Ja, genau. Ja, wir werden jetzt gleich alles zusammenpacken und dann geht's los. Wir wollen nämlich heute den Brocken besteigen. Und ja, wir haben wunderbares Wanderwetter. Irgendwas bei 20 Grad rum, denke ich mal. Ja, alles gut, uns geht's wunderbar. Wir fühlen uns wohl und wir freuen uns auf einen schönen Tag heute. Ihr seid dabei, auf geht's. Bis gleich, mein Schatz. Ja, wir wollen uns jetzt umziehen. Genau. So wollen wir so ein bisschen die Privatsphäre erhalten hier. Ne? Also Tür zu und Hose aus. So, wir sind jetzt angekommen. Wir sind jetzt in den kleinen Örtchen Schierke. Genau. Und wir stehen hier jetzt am Parkhaus am Winterberg. Da geht so eine kleine Tour los und ja, jetzt wollen wir heute mal den Brocken besteigen. Jetzt ist die Sonne gerade schön am Schein. Und wir freuen uns. Los. Auf geht's. So, wir stehen jetzt praktisch am Anfang unserer Brockentour. Sind ungefähr 6,5 Kilometer und wir werden dabei 615 Höhenmeter überwinden. Genau, wir machen jetzt die Tour über das Eckerloch und ja, das ist die schnellste Tour, aber auch die anstrengendste Tour. Ja, ich glaube, das ist auch die Strecke, die wir damals auch gelaufen sind. Ja, genau. Die ist recht anspruchsvoll, also, aber sehr schön. Macht wirklich Spaß, das kann ich euch schon mal sagen. So, dennoch ein paar schöne Aufnahmen. Ja. Und viele atemlose Gespräche, Momente, genau. Auf geht's. Den Fluss, den ich gerade gefilmt habe, ist übrigens die Kalte Bude. Ich möchte nicht wissen, ob er wirklich kalt ist, der Fluss. Denn wir haben ja doch recht kühles Wetterchen, sag ich mal. Obwohl wir nicht so dick angezogen sind. Ja. Aber ich denke mal, beim Laufen werden wir schon warm werden. Ne, mein Schatz? Genau. Wir haben ja unsere Merino Pullover an, die langärmlichen. Das ist ganz gut. Ja. Ja, eine, wie ich finde, sehr schöne Pflanze oder Blume ist der Fingerhut. Allerdings ist sie sehr giftig. Also besser nicht anfassen. Hier ja so ein bisschen am Gehen und man kann ja ganz gut erkennen, dass hier der Borkenkäfer schon sein Unwesen getrieben hat. Ja, das liegt eben halt daran, dass die
Bäume hier alle ungefähr gleich alt sind und in einem Mischverhältnis, wo es junge, alte und mittelalte Bäume gibt, da kann der Borkenkäfer eben halt nicht so zuschlagen. Und deswegen, weil das hier Forstwirtschaft ist und die Bäume alle gleich alt sind, sind die auch immer gleicherweise anfällig. Ja, und deswegen sieht das hier leider auch so aus. Ja, leider ist der Weg ab der bestimmten Stelle gesperrt. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt die letzten 3 Kilometer diesen normalen Weg oder die normale Straße hochlaufen. Kann man nichts machen. Ja, wir haben hier am Waldesrand gerade ganz viele Erdbeeren gefunden. Allerdings sind die doch recht nah an der Straße und ja, wo die Menschen langlaufen und die Hunde ihre Fäkalien verteilen, wollen wir doch lieber nicht essen. Schade. Ja. Kann man nichts machen. Den Schaum, den ich euch gerade gezeigt habe, der wird im Volksmund Kuckucksleim genannt. Es ist aber der Kokon der Zikade. Also innen drin befindet sich praktisch die Larve. So, kleine Korrektur. Es heißt Kuckucksspeichel oder Adlerrotz, Sperlingsspucke. Wir sind jetzt bereits wieder auf dem Weg zurück. Genau. Wir haben jetzt oben auf der Spitze jetzt nicht so viel gefilmt, weil es ist doch sehr menschenüberlaufen und ja, ist ja nicht ganz so schön. Ja, wir fahren jetzt wieder zurück zum Platz, wo wir die letzte Nacht geschlafen haben. Und werden dann noch einen schönen Tag verbringen und morgen haben wir noch eine Kleinigkeit vor. Genau, wir wollen uns noch mal eine andere Sehenswürdigkeit hier in der Nähe angucken. Das ist noch gar nicht so bekannt und ja, könnt ihr euch mal überraschen lassen. Dazu später mehr. Genau. Okay, bis nachher. Ciao. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo.
Ja, wir haben gestern Abend nicht mehr gefilmt. wir lagen gestern um 8 Uhr schon im Bett. Nach, ich weiß gar nicht, 12 Kilometern oder nee, was war mehr, ne? 17. Ja. 17 Kilometer waren es jetzt gestern. Für den Auf- und den Abstieg. Ja, 6 Stunden haben wir dafür gebraucht, ne, mit Kameraarbeit und doch ein bisschen Pause ab und zu mal. Ja. Ja. Aber wir haben richtig lange gelegen, ne? Also ich glaube, wie spät ist es jetzt heute mal? Es ist 8.22 Uhr. Und wir waren gestern um 8 Uhr im Bett, so irgendwie den Dreh. Ja, wir haben so 12 Stunden im Camper gelegen. Aber okay, wir haben gut geschlafen. Ja. Wetter ist heute Morgen nicht ganz so schön. Es dribbelt ab und zu immer ein bisschen. Aber wir wollen trotz alledem natürlich noch eine kleine Tour machen, haben wir ja gestern gesagt. Vielleicht haben wir Glück. Es ist so ein bisschen im Wald. Ich glaube, mit einer Regenjacke geht das eigentlich. Ja. Wir brauchen noch nicht so viel Gepäck mitnehmen. Es ist nur eine kurze Tour, 5 Kilometer. Ja. Ja, wir werden erstmal schön frühstücken, schöne Käffchen trinken, ja, ein paar Schnittchen von meinem lieben Schatzi. Und dann machen wir alles soweit fertig und fahren los. Und genau, gucken uns mal, ne, diese... Ah, wir wollen es ja nicht sagen, ne? Genau, das seht ihr ja dann, wenn wir dann da sind. Ja. Okay, Leute, dann... Wir wollen es ja ein bisschen spannend machen, ne? Ja, so ein bisschen Geheimniskrämerei. Ja. Okay, Leute, mein Kaffee möchte getrunken werden. Ja. Bis später. Bis später. Und guten Appetit, falls ihr auch gerade am Frühstücken seid. So, ein kleiner Zwischenstopp, bevor wir wieder nach Hause fahren. Ja. Ja, und zwar, wie ihr schon auf dem Schild jetzt gerade gesehen habt, hier im Harz gibt es Sandsteinhöhlen. Und zwar einmal kleine und große. Und ja, weil das noch so ein bisschen ein Geheimtipp ist, schauen wir uns das natürlich mal an. Und man sieht auch schon, hier der Weg ist schon ganz sandig. Ja. Ja. Das ist so ein Rundweg von knapp 5 Kilometern. Ja. Und das Wetter ist so lala. Ja, Regenjacken sind an. Ja. Im Moment ist das trocken. Wir sind jetzt hier auch im Laubwald. Also. Ja, alles gut. Ja. Lieber ein bisschen kälteres Wetter, als wenn es so bullenheiß ist. Ne? Das kann ja man auch viel besser laufen. Ja, so, sind wir gespannt. Dann mal los. Alles klar. Hier kann man noch mal ganz gut die Gleisspuren von den Wagen sehen, die sich ja im Laufe der Zeit in den Boden gefressen haben. Ja, der Weg hat so eine Länge von knapp 156 Metern und stammt ja aus dem Mittelalter. Also schon richtig alt.
Na, es geht natürlich wieder ordentlich bergab und die Wege sind ordentlich mit Steinen und Wurzeln verkluftet. Und wir lieben solche Wege. Ja, das macht einfach so viel Spaß, durch die Natur zu kraxeln. Genau, ja. Ist immer wieder schön. Gerade wenn es auch so ein schöner Wald ist. Ja, und jetzt, wo der Regen aufgehört hat, das ist auch schon wieder, ja, ist das angenehmer. Aber zumindest kann man die Jacke schon wieder ausziehen, das wird nicht wieder richtig warm. Und wir stehen gerade vor einem Scheideweg. Und wir müssen links entlang. Und wir müssen da lang. Naja. Krass. Hier sieht man, dass die Steine für die Mühlensteine hier im Harz aus Jonsdorf im Zittauer Gebirge kommen. Unter anderem. Und da waren wir ja schon mal. Das ist ganz toll. Also wenn ihr jetzt mal was über Jonsdorf wissen wollt, dann könnt ihr ja mal unser Video anschauen zwischen Teekanne und Orgelpfeifen. Da wandern wir ja auch durch das Zittauer Gebirge. Na, wer hat denn da meinen Namen falsch geschrieben? Das ist doch eine Frechheit. So, wir stehen hier vor einer kleinen Informationstafel über die Regensteinmühle. Der ehemalige Besitzer war der Graf von Regenstein. Erbaut wurde sie in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, wurde allerdings 1758 von den Preußen gesprengt und anschließend auch verwüstet. Genau. Und in den 80er Jahren wurde das hier wieder freigelegt und wurde dann wieder rekonstruiert im Laufe der Zeit. Oh, das waren jetzt die kleinen Höhlen. In diese Richtung, in der ich gerade gucke, gibt es aber noch die großen. Genau. Und da gehen wir natürlich auch hin. Ja, es hat wieder angefangen zu regnen. Ja. Aber wir sitzen hier gerade unter dem Baum und haben unsere Regenjacken an und gucken gerade auf die großen Sandsteinhöhlen. Ja. Da hat auch so eine Familie Platz oder Schutz gesucht und hat sich schon in der Höhle es gemütlich gemacht. Wir zeigen euch das mal.
Wir bestehen jetzt hier vor einer weiteren Stempelstelle der Harzer Wandernadel. Und die wurde übrigens 2009 zur schönsten gewählt. Also nicht dieser Kasten an sich, sondern mit der Ausblick. Perfekter Unterstand. Solche Orte haben ja meist auch immer so einen kulturellen Hintergrund. Und hier ist es tatsächlich auch so. Hier haben damals die Menschen ihre Ratsversammlungen abgehalten. Die sogenannten Things oder Tings, je nachdem wie man das ausspricht. Und irgendwie merkt man das, dass hier so ein Kraftort ist. Es ist wirklich sehr schön und beeindruckend. Wenn man das mal so sieht, hier im Wald und in die Felsen, ist schön. So, wir sind bereits auf dem Weg zurück zum Auto. Das waren jetzt 3 Tage Harz mit dem Bestieg des Brockens und den Sandsteinhöhlen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Genau. Ja. Also, das wird auch jetzt nicht unsere letzte Tour gewesen sein. Wir haben noch so 1-2 Ziele, die wir uns auch noch angucken wollen, die auch noch so ein paar Geheimtipps sind. Und ja, wir werden uns jetzt aufmachen zum Auto und dann nach Hause fahren. Alles klar. Dann danke fürs Zugucken und macht's gut. Ciao. Tschüss.